Ja, hallo zusammen zu einer neuen Runde Titan Quest Anniversary Edition auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad. Ich rendere gerade die erste Folge. Es ist Sonntag. Trübes Wetter draußen. Was haben wir hier? Schattenschmelze, irgendeine Rüstung. Angriffskörper, ja gut. Aktuell droppt wieder ganz gut was. Ach komm, seh zu, dass du wegkommst. Aber auch wenn was droppt, ist es für uns meistens nichts, womit wir was anfangen können. Dein Gepäck ist voll. Och bitte, ey. Hallo, Inventory. Wir müssen langsam, also ich muss echt vor der nächsten Folge kommen, hier so ein... Die gelben Schilder schmeiße ich jetzt einfach weg. Wächterhelm. 210 Rüstung, plus 10 Rüstung, Durchschlagswiderstand. Hier würde uns aber der gesamte Kältewiderstand flöten gehen. Wir würden Giftwiderstand, Geschicklichkeit, Gesundheitsregeneration... Gesundheitsregeneration, wir hätten mehr Rüstung drauf und weiß ich auch nicht. Hallo Freunde. Also ich habe jetzt heute keinen Bock, eine Verkaufsfolge einzulegen. Echt nicht, ich habe jetzt Bock auf Monsterschnetzeln. Aber entweder schaffe ich es in der Woche jetzt irgendwie mal ein bisschen... Fatikimus zu machen oder ich mache es in der nächsten Aufnahmesession. Eins von beiden. Weil wir sind so schnell vollgepackt, das ist nicht auszuhalten. Dein Gepäck ist voll. Ihr seht's, das macht wenig Sinn, ey. Ich glaube, ich lege jetzt noch mal eben ein bisschen Platz schaffen wenigstens. Dafür fahren wir nach Delphi, weil da auch ein Kistenvogel ist, weil das macht keinen Sinn. Sorry, Leute, dann gibt's halt jetzt mal eine Fatigue-Folge. Aber das macht echt so keinen Sinn. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Ja, bist du sicher, dass du hier einkaufen die willst? Eule kann weg. Den möchte ich, glaube ich, erstmal noch behalten. Ja, bringt uns nichts. Ich gucke. Ja, ne. Jetzt könnte ich da jetzt vielleicht noch was einbauen. Aber ich glaube nicht, dass es so viel mehr ausmacht. Und wir verlieren auf plus 1 auf die Sturmmeisterschaft. Ah. Das Ding kann weg hier. Ja, tut mir leid, Leute. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ich muss zumindest ein bisschen Platz schaffen. Weil sonst bin ich nur am Hin- und Her-Porten. Was jetzt auch nicht so viel Sinn macht. Und auch wenig Spaß macht. Er kann auch weg. Das auch. 15% Elementarschaden plus ist natürlich ganz nice. Jetzt nur die Frage, was bringt ja Elementarwiderstand? Ja, an den Widerständen ist das ist irgendwie nicht zu toppen. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Endlich. Halt die Fresse. Ich hatte den Eindruck, er wollte uns loswerden. So. Kennst du Simonides? Nee, müsste ich den kennen. Das Ding kann ich nicht verkaufen. Was ist das denn?
kann weg. Können wir nicht verkaufen, weil war ein Geschenk. Den behalten wir. Ringe oder sowas. Ja, komm, sowas kann auch weg. Lebenskraftschaden, den behalten wir auch mal, einen grünen Ring. Kann auch weg. Das kann weg. Ich vertick jetzt hier einfach. Das einfach kann nicht weg, weil können wir nicht verkaufen. Das nämlich auch nicht. Nav. Wie kann man übrigens ein Schild Franziska nennen? Ey, ich hinterfrag das alles nicht. Kann ich lieber verkaufen? Nee, wahrscheinlich nicht. Was wir zumindest ein bisschen Platz schaffen. Möge Apollon dir wohlgesonnen sein. So. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es ja lassen. Ja, und du kannst einfach mal die Fresse halten. Danke. So. Okay, Wiedersehen. Ja, ansonsten im Stream zocke ich gerade Dead Space und weiter den zweiten Teil von The Last of Us Part 2. Also sei wie eine Maus, triff Vorkehrungen. Ach, komm halt die Fresse. Das stammt von Hesiod. Ja, von wem auch immer das stammt. Jetzt könntet ihr euch sagen, Moment mal, das Spiel ist ja uralt. Ja, ist es. Aber deshalb ja kein schlechtes Spiel. Das darf man bei der Nummer auch nicht vergessen. Loki-Stab ist ein Quest-Item, auch Quest-Item oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das kann weg. Das auch. Das auch. Aber ich hatte irgendwie 72 Rüstungen ab dafür. Aber ich hatte irgendwie angefangen, Final Fantasy 7 Crisis Core zu spielen. Und habe für mich klar bekommen, nee, das ist nicht meins. Und dann wusste ich erstmal nicht, was ich spielen sollte im Stream. Oh. Und ja, hatte dann nochmal angefangen, Last of Us 2 zu spielen und festgestellt, wow, das macht ja nochmal das. Ich habe es jetzt einmal schon durchgespielt gehabt, als es rauskam. Was willst du? Ach, halt die Fresse. Aber es macht mir halt wahnsinnig Spaß. Muss man einfach mal so sagen. Endlich. Und jetzt will ich das auch nicht abbrechen. Dead Space haben wir jetzt einmal gezockt am Freitag. Sehr gut. Lager tief und breit. Wirklich wie die sehr Dichter gut. Sagen. Und ja. Angefangen hatte ich auch noch. Wie heißt es noch? Forspoken. Hat ja teilweise wirklich super miese Kritiken bekommen. Allerdings bin ich auch ehrlich, meistens interessieren mich Kritiken nicht so sehr. Auch bei den Kritiken war es sehr, ja, es war halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, der kann weg. Es war halt sehr unterschiedlich von den Kritiken her. Und für mich ist es so, es macht mir echt Spaß. Die ganzen Ringe und sowas können wir behalten. Aber wenigstens ein bisschen Platz geschaffen. Wenigstens ein ganz kleines bisschen. Dann war es jetzt doch keine komplette Folge. Kann ich das hier auch noch irgendwie sortieren? Danke. Gute Reise. Mir gefällt es. Mir gefällt die Machart. Die Performance ist nicht gut. Ich meine, bei mir merke ich das kaum.
Alle Ausrüstungsgegenstände werden verkauft wie gesehen. Ja, Schnauze. Alleine aufgrund meiner Rechnerkonfiguration merke ich es nicht wirklich. Was habe ich da jetzt vertickt? Moment mal eben. Wollte ich das verticken? Jetzt ist auch egal, echt jetzt. Ich glaube nicht, dass ich das verticken wollte. Fällt mir gerade mal so auf. Aber dann ist das so. Ich weiß jetzt nicht, das war ein Helm. Mit irgendwie 160 Rüstungsschutz. Ob ich den jetzt hier wiederfinde, ist bezweifelig. Gut. Okay, Wiedersehen. Dann können wir jetzt nochmal hier ein paar Sachen loswerden. Damit wir nicht so vollgepackt sind. Ah, noch ein Reisender mit Sachen, die verstaut werden wollen. Schnauze. Das hier sind irgendwelche. Oh, die packe ich mal hier hin. Das Ding hätte ich auch gleich verkaufen können. Egal. So, kann ich sowieso nicht verticken. Pack sie die ganzen Ringe hier rein. Ein lilafarbenes Blutungswiderstand. Aber wir haben da 17%. Ah ne, Moment mal. Ich glaube, den sollte ich eher anlegen. Als den hier. Gibt uns zwar noch Schaden dazu. Aber der ist schon nice. So. Das Ding können wir eigentlich verticken. So. Ach, Rendern ist fertig. Können wir auch immer hier behalten. Ja, Forspoken, mir hat Spaß gemacht bis hierhin. Ich habe jetzt irgendwie 3 Stunden oder so drin. Und es ist ja bei Spielen eher mal Geschmackssache. Also von daher kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er Bock drauf hat oder nicht. Oder ob ihm das gefällt oder nicht. Der Preis ist relativ hoch. Muss man mal so sagen. 184, was? Warum? Rune des Lebens. Warum? Bist du bescheuert? Ja, nee, ich glaube nicht, dass ich hier mit 80 Rüstung, ja, 31 Geschicklichkeit, Gesundheitsregeneration, Energieregeneration, Verteidigungsqualität, 20% Bewegung, 2 auf Eisenherz. Obwohl, auf der anderen Seite, Giftwiderstand auch, ich glaube, ich lege mich auch wieder an. Auch wenn ich da deutlich weniger Rüstung mit habe. Also, wie gesagt, viele von euch würden sagen, Gott, wie schlecht ist das Spiel nur, und ich kann dann jede Argumentation diesbezüglich auch verstehen. Hallo, was soll das? Das ist natürlich nicht so scheiße, das packen wir hier hin. Nee, das sollten wir auf jeden Fall behalten. Ja, komm. Das können wir verticken. Das können wir benutzen oder behalten. Das können wir verticken. Den können wir auch behalten. Kann weg. Können wir behalten. Ist zwar nicht so viel, aber scheißegal. 40% Feuerwehrstand. Ich sammle die Ringe ja, weil man ja nachher dann entsprechend noch Dinge draufhauen kann. Können wir das überhaupt verkaufen?
könnten, würde ich sagen. So. Nein. Hallo? Aha. So. So. Lebe lang, o Reisende. Ach, halt die Fresse. Das wird doch eine Folge verkaufen. Aber ich habe echt keine Lust, immer hin und her zu eilen. Finger weg, ne? Von den Waren. So, okay, wir haben wieder ein bisschen Platz geschaffen. Reise möglichst weit fort von hier. Ja, also über Verspoken rede ich in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.